Herzlich willkommen zur Folge Nummer 8. Ja, beim letzten Mal haben wir uns ja um Xato gekümmert, beziehungsweise waren bei Xato auf dem Berg und haben mit ihm geschnackt und Belsa. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht, was uns Glumanda erzählt. Glumanda war ja ein bisschen traurig, wollte eigentlich auch ins Weltall mit uns, aber Pelipa hat es ja verhindert. Morgen, Nils. Oh, du bist etwas blass. Hast du schlecht geschlafen? Reib dir die Müdigkeit aus den Augen. Lass uns wie immer unser Bestes geben. Ach übrigens, ich habe gehört, dass eine Versammlung auf dem Pokémon-Platz stattfinden soll. Ob etwas passiert ist? Ah, das heißt, wir werden direkt zum Pokémon-Platz gehen und uns mal anschauen, was dort besprochen wird auf der Versammlung. Ja, wir sehen, alle sind dort. Irgendwie hat sich die Atmosphäre in der Stadt verändert. Vielleicht ist etwas passiert. Geht's, wir sollten das mal überprüfen. Machen wir. Machen wir. Sieh mal, sie haben sich alle dort versammelt. Lass uns mal hingehen. Hallo, ist etwas passiert? Ich sage euch, ich war völlig baff. Es ist wirklich alles wahr. Was ist passiert? Nee, was ist wahr? Entschuldigung. Die Legende von Vulnuna. Ich hatte die Gerüchte ja nie geglaubt, deswegen war ich ganz schön schockiert, als ich die Wahrheit erfuhr. Nils, Glumanda. Oh, hallo Robby. Du bist ja auch hier. Ja. Psst. Ruhe. Ich will hören, was der Typ da zu erzählen hat. Seid ruhig. Wer redet denn da? Da, das ist Gengar. Oh. Also, ich bin zum Berg der Vorzeit. Und da sah ich es. Das war der absolute Hammer, sag ich euch. Der absolute Hammer? Da war ein Pokémon, das Xa nee, da war ein Pokémon, das Xato um Rat gefragt hat. Und dieses Pokémon, ja, also das sieht aus wie ein gewöhnliches Pokémon. Aber von wegen, es ist kein Pokémon, sondern ein Mensch. Was? Also ist es wahr, ein Mensch, der in ein Pokémon verwandelt wurde. Und das ist noch mehr. Xato hat dem Menschen erzählt, dass seine Verwandlung in ein Pokémon das Gleichgewicht der Welt gestört hätte. Augenblick mal, das ist doch wie in der Voluna-Legende. Aber das ist immer noch nicht alles, das haut euch um. Ihr wisst ja von den vielen Naturkatastrophen in letzter Zeit, oder? Xatu hat behauptet, diese Katastrophen kommen daher, weil das Gleichgewicht der Welt gestört ist. Und wenn nicht bald das Gleichgewicht wiederhergestellt wird, dann wird mit der Welt das Undenkbare geschehen. Das hat Xatu gesagt. Was? Die Welt? Das Undenkbare wird geschehen? Was sollen wir nur tun? Dieser Gengar. Er versetzt alle absichtlich in Angst und Schrecken. Na, 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 Leute. Kein Grund zur Panik. Ich denke, es gibt einen Weg, etwas dagegen zu tun. Was können wir tun? Nun, die Lösung für das Problem ist eigentlich ganz einfach. Wenn ein Mensch, der zu einem Pokémon wurde, das Gleichgewicht der Welt stört, na, dann müsste doch alles wieder normal werden, wenn der Mensch weg ist. Stimmt's oder habe ich recht? Das ergibt Sinn. Wenn man so darüber nachdenkt, vielleicht hast du wirklich recht. Und schließlich ist dieser Mensch der fiese Feigling, der Gerode war, im Stich ließ. Ich glaube, der Mensch kann uns nichts vorwerfen, wenn wir ihn loswerden wollen. Ist es nicht so, Nils? What? Was? Das kann nicht sein. Du bist dieser Mensch? Ist das wahr? Antworte! Warte, warte, das ist eine. Das ist. Es gibt eine Erklärung für alles. Wir fragen nicht dich, wir fragen Nils. Hey Nils, also was ist jetzt? Bist du wirklich der Mensch aus der Legende? Ah, ich sag da, glaube ich, lieber nichts zu. Nix ohne meinen Anwalt. Du hast wohl nichts zu deiner Verteidigung zu sagen, was, Nils? Tja, sein Schweigen sagt alles, meine lieben Pokémon-Freunde. Lasst uns dies loswerden und wieder Frieden finden. Wie bitte? Was ist denn durchgefahren? Was habt ihr vor? Oh, jetzt gibt's Stress, jetzt gibt's richtig Stress. Nils, lauf! Das gibt Ärger. Geschieht ihnen recht. Oh. Jetzt geht's hier los, du. Was für ein Schreck. Dass die Stimmung plötzlich so umschlagen würde, hätte ich nicht erwartet. Es wäre nicht gut ausgegangen, wenn wir noch länger da geblieben wären. Aber weißt du, Nils, warum hast du überhaupt nichts dazu gesagt? Warum hast du ihnen nicht erklärt, dass sie den Falschen haben? Du hättest ihnen sagen sollen, dass du nicht der Mensch aus der Vulnuna-Legende bist. Hör mal, Glumanda. Nun sag schon, was? Ich gebe auf. Hä? Du gibst auf? Wie kannst du nur so etwas sagen?
Hä? Du meinst, du hast es nicht verdient, in unserem Retterteam zu sein? Was ist denn auf einmal los mit dir? Das bist nicht du, Nils. Sag mir, was los ist? Du hattest einen Traum? Und Guardevar kam darin vor? Und deshalb glaubst du, du könntest der Mensch aus der Legende sein? Ich verstehe. Hör zu, Nils. Hast du dich nach dem Traum daran erinnert, wie du als Mensch gewesen bist? Nein, hast du nicht. Das heißt, du weißt gar nicht, was wirklich passiert ist. Ich glaube an dich, Nils. Weißt du doch, oder? Daher... Oh, jetzt gibt's Ärger. Nach dem Vorfall auf dem Pokémon-Platz haben wir eine Versammlung abgehalten. Wir besprachen, was zu tun sei, um die Welt zu retten. Es wurde ein Beschluss gefasst. Wir müssen dich loswerden. Das ist nicht dein Ernst. Wolltest du nichts auch nicht glauben. Ich hatte gehofft, es würde nicht dazu kommen. Aber wir haben keine Wahl. Wir werden dich mit allen unserer Kraft bekämpfen. Oh oh. Das ist nicht gut. Wir gewähren dir eine Nacht. Hä? Pack deine Sachen und verlass diesen Ort. Vom morgigen Tag an werden Retterteams aller Art auf der Jagd nach dir sein. Und sie werden dich ohne zu zögern angreifen. Und nicht nur dich. Jeder, der Nils begleitet, wird als Feind betrachtet. Jäger werden euch ohne Gnade angreifen. Das gilt auch für uns. Wir werden uns ebenfalls an eure Fersen heften. Auch wenn es noch so sehr wehtut, ihr müsst fliehen. Flieht. Flieht. Und überlebt. Ihr werdet fliehen müssen, bis ihr die Wahrheit herausfindet. Simsala. Wenn wir uns das sechste Mal begegnen, gibt es keine Gnade. Lebt wohl. Oh oh. Das ist nicht so gut. Nils, auf seine Art glaubt auch das Team Simsala an dich. Habe ich es dir nicht gesagt? Ich werde mir ab sofort keine Sorgen mehr machen. Was immer auch passieren wird, ich glaube an dich, Nils. Selbst wenn andere Retterteams uns angreifen, werde keine Angst haben. Was hast du davon, wenn du nicht an dich selbst glaubst, Nils? Nils. Oh, Raupi. Nils, ich habe dir etwas versprochen, weißt du noch? Dass wir hier eine Basis errichten werden. Dass ich eurem Retterteam beitreten würde, wenn ich mal groß bin. Nils, gib nicht auf. Du bist für mich ein Vorbild. Glaube an dich. Und was sagst du jetzt? Okay, ich gebe nicht auf. Ah, genau das ist die richtige Einstellung. Das gefällt mir schon viel besser. So kennen wir dich, Nils. Also gut, fürs Erste haben wir leider keine Wahl. Wir müssen weg von hier. Aber wir werden zurückkommen. Und dann wird die Wahrheit unser Begleiter sein. Ja. Also gehen wir auf die Flucht. Sehr schön. Morgen, Nils. Ich wusste, dass du schon früh wach sein würdest. Bist du bereit? Können wir los? Ja, doch, wir können los. Müssen, wir haben keine Wahl. Von nun an sind wir auf der Flucht. Das wird eine gefährliche Reise. Ich möchte aber unseren Mitstreiter diesen Gefahr nicht aussetzen. Wir sagen es ihnen besser nicht. Lass uns alleine gehen. Wir müssen vor den Retterteams fliehen, die uns verfolgen. Wir müssen um jeden Preis entkommen. Ja, wir müssen fliehen, wie Simsala sagte. Gut, das hatten wir. Ja, wer oder was bin ich? Solange ich die Antwort nicht gefunden habe, muss ich durchhalten und fliehen. Selbst wenn das bedeutet, bis ans Ende dieser Welt laufen zu müssen. In Ordnung, brechen wir auf. Nils! Oh, die wollen sich alle verabschieden. Raupi und auch Safkon. Und auch sogar die Papunka. Wow, bin ich froh, wir haben es rechtzeitig geschafft. Wir wollten uns noch von dir verabschieden, Nils. Ich auch. Ah, guten Morgen, ich bin Sigda. Wollte mich auch von euch verabschieden. Ihr alle. Oh, selbst Pelipa. Oder? Bringt er nur Post. Das ist ein bisschen emotional hier, ne? Mal gucken. Nils liest den Brief. Viel Glück, jetzt heißt es für eine Weile Abschied nehmen. Aber nur bis zu dem Tag, an dem wir wieder die Post bringen. Bis dahin werde ich auf dich warten. Der fliegende Postbote Pelipa. Schön. Sogar Pelipa. Danke euch allen. Die anderen Pokémon werden bald aufwachen. Ihr müsst gehen. Beeilt euch. Jawohl. Nils, gehen wir. Mach's gut. Danke. Wir werden bestimmt zurückkommen. Ganz sicher. Passt auf euch auf.
ist das emotional. Und so begann für Nils Flucht ins Ungewisse voller Gefahren und Entbehrungen. Über zerklüftetes Gebirge. Ah, hier geht es aber in die Tiefe. Und brennende Felder. Die Natur ist auch hier außer Kontrolle geraten. Die Waldbrände wüten noch immer. Doch allen Gefahren zum Trotz zieht sich das Team von Nils wacker. Unverzagt und tapfer marschierten sie weiter. Ah, puh, wir sind wirklich weit gelaufen. Mir kam ein Gedanke, als wir unterwegs waren. Alle möglichen Orte sind von den Naturkatastrophen betroffen. Ich bin mir sicher, dass viele Pokémon deswegen in Schwierigkeiten stecken. Ich wünschte, wir könnten wieder als Retterteam arbeiten und ihnen helfen. Entschuldige, ich reiße mich zusammen. Jetzt müssen wir erst einmal fliehen. Oh, ich höre Stimmen. Ich glaube, sie sind da lang. Sie können uns nicht entkommen, nicht uns allen. Wir müssen Nils schnell finden. Oh nein, haben sie uns etwas schon eingeholt? Jetzt, wir gehen besser schnell weiter. Mal gucken. Das ist nicht die Lapishöhle. Und direkt ein Nidorina. Schlammbombe. Super. Und jetzt ist das nämlich so. Egal, wie viele Pokémon wir jetzt besiegen, werden unserem Team aktuell nicht beitreten. Weil wir eben jetzt auf der Flucht sind. Ja. Mal gucken. Also wir werden so schnell wie möglich versuchen, durch die Dungeons zu kommen. Weil wir wirklich jetzt keine Möglichkeit haben, aufs Lager zuzugreifen, zwischendurch das Geld einzuzahlen oder sonstiges. Deswegen hat jetzt eigentlich die Priorität jetzt da drin, alles so schnell wie möglich zu schaffen. Linkbox, ja, die nehmen wir, glaube ich, mal mit. Der Startzweig legen wir weg. So. Ah, die halten hier schon ganz schön viel aus. Nein, das war jetzt überhaupt nicht gut. Oh, sehr gut, Glumanda. Sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ich glaube, ich werde auch laden. Nee. Lass uns. Übernehmen die Steuerung jetzt selber. Wobei, ich kann, glaube ich, auch einstellen, dass die Treppen priorisiert werden. Warte mal, lass mich mal ganz kurz gucken. Einstellungen. Da. Treppen. So, so machen wir das. Ich glaube, alles andere könnte zu lange dauern. Geschweige denn uns echt in Schwierigkeiten bringen. Den nehmen wir mit. Haben wir irgendwas? Genau. Kann weg. Ah, schade, Glumanda. Der Wille war da. Sehr schön. Ah, okay. Matschbombe ist, Schlammbombe ist stärker geworden. Das kann uns doch den Arsch jetzt hin und wieder retten. Weiter. Noch eine Linkbox. Lass ich, glaube ich, erstmal liegen. Ich glaube ja. Das Geld bringt uns gerade nichts. Weil früher oder später müssen wir die Attacken kombinieren. Weil das einfach sehr viel bringt. Wenn man zwei, drei Attacken auf einmal einsetzen kann.
Gerade gegen die Bosse. Aber ich werde es jetzt versuchen, ohne zu machen. Und im äußersten Notfall nur die Attacken verlinken. Wenn es wirklich gar nicht mehr anders geht. Mal schauen, Schritt ran hier. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel Funkenflug und Glut von Glumanda verbinde, würde Glut sowieso nicht treffen. Alter. Glut würde dann sowieso nicht treffen. Weil das nur die Gegner vorher angreift. Tauschen, den nehmen wir mit. Mal die Sichtsamen können weg. Was ist denn hier los? Warum treffen die Attacken alle nicht? Okay. Eine knifflige Situation war da ja schon bei. So, Funkenflug ist aufgebraucht. Agiarbeere. Die lassen wir liegen. Brauchen wir jetzt aktuell nicht. Zack. Müssen die AP von Funkenflug von Glumanda auffüllen. Bei Gelegenheit. Weil Glut hat Glumanda ja auch noch. Glut ist auch gar nicht so schwach. Mal gucken. Zack. Super. 7. Ich glaube, wir gehen noch weiter, bevor wir die AP auffüllen. Ich glaube, erst wenn Glut auch aufgebraucht ist, benutzen wir das Elixier. Nee, nicht trinken. Tauschen. Ah, ich lasse die Schützerbandana. Könnte interessant sein. Lass eins liegen, eins behalte ich mal. Ah, super. Das war viel wert. Das auch. Komm, können wir weiter? Okay, Aquaknarre ist aufgebraucht. Das heißt, jetzt werden wir... Nein, Glumanda braucht Hilfe. Versuche ich es ohne Aquaknarre? Muss es versuchen. Aber jetzt hat Glumanda auch kein Glut mehr, ne? Das ist jetzt nicht gut. Jetzt sind wir auch vergiftet. Warum gut? Ja, ich glaube... wird nötig. Wird notwendig, dass wir die auffüllen jetzt. Brauchen zumindest Glut oder Funkenflug von Glumanda. Ich glaube, es hat mehr. 13 und 16. Ja. Wir nehmen erstmal Glut. So, unser Magen ist auch gleich leer. Oh nein, wir haben auch keinen Schlammbombe mehr. Ja, es wird, glaube ich, Zeit. Machen das so, wir heilen uns jetzt erstmal. Ich meine, von den Zinnelbeeren haben wir genug. Ah nein, nein, oh nein. Oh, das war dumm. Egal. So, Glumanda. Blut wurde aufgefüllt, haben wir noch. Ja, jawohl. Trinken für Aquaknarre. Gut. Stimmt, unser Magen, das habe ich schon wieder vergessen.
Zack. Steinwurf. Dann essen wir kurz. Wobei, wir wechseln auf Glumanda, glaube ich. Ja. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Genau, dann spielen wir erstmal mit Glumanda weiter. Dann sparen wir uns zumindest ein paar Äpfel. Okay. Und Drachen wird hinterher. Reicht das? Tatsächlich nicht. Ja, man merkt, dass Glumanda so ein bisschen unterlevelt ist hier gerade. Beziehungsweise immer nur Funkenflug eingesetzt hat. Da die anderen Attacken jetzt nicht besonders gut gelevelt wurden. Aber was nicht ist, kann ja natürlich noch werden. Oh, Kitwurm. Okay. Oh, sehr schön. 100. 100 Erfahrungspunkte. Das ist super. Verteidigung, Angriff geht auf 41 hoch. Ah, Hydrobi-Bauhilfe. Okay. Super. Das ist natürlich, eigentlich müsste ich mal gucken, welche Werte von Glumanda aktuell sehr hoch sind, damit wir vielleicht auf die Attacken gehen können, ne? Wenn du bestimmten oder guten Spezialangriffswert hat, dass wir dann auch spezielle Attacken nutzen. Hm, kann ich so ausweichen? Ja, dann gut. Super. Kitwurm lassen wir in Ruhe. Den essen wir. Oh. Jetzt hier die Treppe, jawohl. Sehr schön. Und den essen wir auch direkt. Den bekommt Hydropi. Oh nein. Das ist nicht gut. Okay. Ah, okay, jetzt habe ich Hydrobi im Stich gelassen. Das wollte ich natürlich nicht. So. Kitwurm lassen wir in Ruhe. Ah. Vielleicht müssen wir mal später auch die Genauigkeit von Glut erhöhen. Weil die geht mir doch recht häufig noch daneben. Gut, da ist die Treppe. 12. Funkenflug gab es nicht, ne? Dass ich Kitwurm mal einen Schritt näher komme. Glut ist aufgebraucht, das ist nicht gut. Sehr schön. Ja, wir versuchen, ich habe die Hoffnung, dass jetzt bald Schluss ist und wir gar nicht mehr so tief in den Berg rein müssen. Eine Wildfalle. Okay. Ja, das ist gut. Linkbox, die lassen wir liegen. Geld nehmen wir mit, bringt uns zwar aktuell nichts. Daneben gegangen. Sehr schön. Ach. Diese Fallen sind extremst nervig. Lass ich einen Schritt näher kommen. Dann mit Biss bei. Oha. Gut, dass die Hydropi so gut trainiert ist. Und lassen wir wieder in Ruhe. Oh. Nein.
Mein Biss kann natürlich auch sehr gut sein, weil Pokémon dann zurückschrecken können. Dann müssen wir in den Nahkampf gehen. Super. Oh, sehr schön. Sehr schön. Gut, dass wir die Tränke doch nicht weiter aufgebraucht haben. Das ist gut. Puh, endlich haben wir die Höhle hinter uns. Aber wo sind die Pokémon, die uns die ganze Zeit verfolgt haben? Hey, seht nur da. Da sind sie ja. Da drüben. Fangt Nils. Ah, da kommen sie. Lauf. Okay. Stehen bleiben. Lass sie nicht entwischen. Sie erwarten noch nicht wirklich, dass wir stehen bleiben und auf sie warten. Oh nein, da. Oh, der Lavaberg. Oh, oh, oh. Ach, Feuerberg, okay. Sieh mal, all die Lava, die aus dem Krater fließt. Ob wir hier überhaupt weiterkommen? Sie werden uns bald eingeholt haben. Was sollen wir tun, Nils? Seht mal da, da sind sie. Schnappt sie euch. Oh, uns bleibt nichts anderes übrig. Komm, gehen wir, Nils. Seht da, da laufen sie. Sie wollen zum Feuerberg. Sind die verrückt? Der Feuerberg ist doch vollkommen unerforscht. Soweit ist noch nie jemand vorgedrungen. Da will ich nicht hin. Es hilft alles nichts. Nur die Mutigen setzen die Verfolgung fort. So ein Mist. Wo sind sie hin? Sie müssen da lang sein. Haltet eure Augen offen. Rah! Trampel, trampel, trampel. Ja. Ich glaube, sie sind weg. Oh, oh, oh. Der Feuerwerk. Ja. Aber wir können uns hier nicht ewig verstecken. Wir müssen durch den Berg dort. Lass uns weitergehen, sobald du soweit bist, Nils. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal werden wir dann den Weg durch den Feuerberg gehen. Haut rein und tschüss.